Hallo zusammen, Thomas Bickel hier bei Survival.TV. In diesem Video möchte ich euch mal ein interessantes Buch vorstellen, und zwar das Buch von Lars Kornarek, Überleben in Krisen- und Katastrophenfällen, das Survival-Wissen der Spezialeinheiten. Ja, das Handbuch kommt im praktischen A5-Format, ist ungefähr 1 Zentimeter dick und ist auch in einer ordentlichen Qualität, ordentlicher Aufmachung, weil mir ist zum Beispiel auch sehr wichtig, dass das Papier sich auch gut anfühlt. Ja, ich mag das nicht, wenn das so Billigzeug ist. Ihr kennt das vielleicht hier, dieses Telefonbuch-Qualität, dieses Kartoffeldruck auf Klopapier, sowas. Ja, das ist hochwertig, auch der Einband ist gut. Ist schön, fast sogar abwaschbar, wasserabweisend. Und das ist schon mal für mich auch ein wichtiges Qualitätskriterium, dass das Buch ordentlich ist. Okay, bevor ich was zum Inhalt sage, ein paar Worte vielleicht zum Autor. Also innerhalb der Survival-Szene kennt ihn wahrscheinlich jeder. Für alle anderen mal so kurz stichpunktartig: Lars Kornarek, Baujahr 78, der ist hauptberuflicher Survival-Guide. Extremsportler, Krisenvorsorge-Spezialist, hat auch schon in diversen Fernsehsendungen mitgewirkt, ZDF Neo, ProSieben, RTL, National Geographic und so weiter. Der hält Vorträge bei größeren Firmen, bei Sparkassen, Banken, Schulen zu den Themen der Überleben in der Wildnis, Krisenvorsorge, und hat auch schon in einem oder anderen Event auch schon selber überlebt, zum Beispiel diese 120 Kilometer in unter 24 Stunden marschiert, ohne mitgeführte Nahrung, Getränke, alles aus der Natur. So, wer von euch mal bei der Bundeswehr war und diesen monatlichen 30-Kilometer-Marsch noch kennt, der weiß, was das für eine Packung ist, ja? Okay, gut, zum Inhalt. Okay, zum Inhalt. Wir schauen einfach mal rein ins Buch. Gucken uns das mal an. Blättern mal vor. Nach der Einführung in ein mögliches Krisenszenario haben wir den Teil 1, der heißt die Vorbereitung auf den Ernstfall. Wir gucken mal, was das so angesprochen wird und wie das aufgebaut ist. Also los geht's mit dem Notgepäck. Dann, worauf man beim Rucksack achten muss, das Zelt, der Schlafsack, wie man Feuer macht, Zusatzkleidung im Gepäck mitführt, das richtige Schuhwerk, Wasseraufbereitung, Verpflegung fürs Marschgepäck, Outdoor-Proviant, Licht, Orientierung, Kommunikation, Hygiene, Körperpflegemittel, Werkzeuge, auch Erste-Hilfe-Set, Dokumenten und Verzeichnisse, Mittel zur Selbstverteidigung. So, das ist schon mal Teil 1. Und das sind schon mal die ersten 94 Seiten, und das geht auch tatsächlich richtig tief ins Detail. Also wir schnappen uns einfach mal so eins und gucken mal rein, was da los ist. Gucken wir mal hier auf Seite, ja, egal jetzt. Ja, zum Beispiel hier Seite 24. Da geht es zum Beispiel um den Rucksack, Tragegestell, Zusatzausstattung. Blättern wir mal weiter. Hier immer noch beim Rucksack, Sortiertasche mit Müllsack. Hier wie das Zelt, die unterschiedlichen Zelten. Vor- und Nachteile verschiedener Zelttypen. Kuppelzelte, Einmannzelte oder das Wurfzelte zum Beispiel nur bedingt outdoor-tauglich sind. Also da geht schon wirklich extrem ins Detail, bis zu Verstautaschen, Heringe, Eingänge und Lüftungen und Zeltunterlagen, Zeltzubehör. Und so setzt sich das eigentlich im ganzen Buch quasi fort. Machen wir mal weiter. Teil 2, Überleben im Freien. Also, als erstes die Kälte als Hauptproblem. Da geht es um Sachen wie Unterkühlung, Erfrierung, Notheizung, Kälteschutzhaltung. Als nächster Punkt, richtig und warm im Schlafsack schlafen. Wasser gewinnen, aufbereiten, Proviant, Orientierung, Long-Range-Tracking, Körperpflegemaßnahmen. Warte mal, das ist eigentlich ganz interessant. Was schreibt denn da? Körperpflegemaßnahmen, Torso, Hände, Arm, Kopf, Intimbereich, Notdurft. Na, gucken wir uns das nicht an. Selbstverteidigung in Krisensituationen, taktische Vorbereitung, Kampfstellung und so weiter, Überwinden von Hindernissen. Wenn man mit Teil 2 schon durch. Jo, Teil 3, Ernstfallpsychologie, Teil 4, erweiterte Erste-Hilfemaßnahmen, und Teil 5, auch noch mal kurz angerissen, Überleben nach einem atomaren Zwischenfall. Ja, dann gibt es noch mal so einen kleinen Ausflug, Exkurs in die Prepper-Szene, Vorbereitung auf den Tag X, Anhang, Literaturhinweise, Danksagung, Haftungsausschluss, was halt sich quasi so gehört, was man so macht. Und
Ja, ich möchte euch jetzt natürlich nicht das ganze Buch vorlesen. Ich möchte euch eigentlich auch nur neugierig machen. Müsst ihr schon selber kaufen und selber lesen. Aber ich denke mal, das lohnt sich auf jeden Fall. Also 230 Seiten, wirklich geballte Info, absolut detailreich und bebildert. Für den Preis, ich weiß gar nicht, was kostet, 30 Euro oder irgendwas, keine Ahnung, kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Klickt einfach auf den Link hier unten im Video, seid ihr direkt im Shop auf der Seite vom Buch und ab in den Warenkorb mit dem Teil. Ich kann es nur empfehlen, definitiv. Das war's, tschüss. Jo, wären wir durch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da hier auf YouTube. Abonniert den Kanal oder teilt es mit euren Freunden, Bekannten. Besucht auch mal unsere Facebook-Seite, Twitter, Instagram. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt die direkt hier in die Kommentarspalte reinhauen unter dem Video. Oder ihr schickt eine Mail info@survival-pro.de. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich sage mal tschüss, bis demnächst. Bleibt gesund, macht's gut.